Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute machen wir den ersten Reduktionsbeweis, also so richtig einen fetten Beweis, und zwar mit unserem Unentscheidbarkeitsexperiment, was ich euch vor ein paar Videos mal gezeigt habe, nämlich dem hier. Genau, hier hatten wir so ein grundsätzliches Schema, wie so eine Übergabe von so einem Angriff abläuft, und ja, wenn ihr nicht mehr wisst, wie das funktioniert, schaut es euch am besten nochmal an, das werden wir jetzt brauchen. Was wir jetzt nämlich zeigen wollen, ist, dass das One-Time-Pad perfekt sicher ist und man, wenn man das One-Time-Pad brechen würde, dass man dann unterscheiden könnte, was gerade für ein Zufall benutzt wurde. Und ja, wie gesagt, wir reduzieren jetzt das One-Time-Pad-Problem, also quasi das One-Time-Pad, die Sicherheit davon reduzieren wir darauf, wie gut der Zufall ist. Das heißt, wenn wir den Zufall entscheiden können, dann ist natürlich auch das One-Time-Pad brechbar. Aber wenn der Zufall nicht entscheidbar ist, dann ist alles gut und das, so sollte es eigentlich auch sein. Okay. Also fangen wir an, der ist noch relativ einfach und deswegen zeige ich euch den jetzt einfach mal. So ein Reduktionsbeweis ist immer in etwa gleich aufgebaut. Und ja, wir haben als erstes mal hier so eine komische Box. Ich mache die jetzt einfach, aber bitte nicht in blau. Das ist nicht unbedingt das jetzt, was wir hier gerade brauchen können. Machen wir sie schon weiß, also so in etwa. So, jetzt haben wir hier eine Box und in diese Box rein, da schieben wir eine Instanz von einem mathematischen Problem. Also hier kommt so ein Problem rein und wir müssen jetzt hier drin irgendwas machen, um dieses mathematische Problem zu lösen. Also ich sage jetzt einfach mal hier, haben wir ein hartes Problem, wie zum Beispiel das Rausfinden von Zufall. Das ist jetzt nicht unbedingt ein mathematisches Problem, sondern einfach eine Gegebenheit, dass Zufall jetzt nicht unbedingt rausfindbar ist. Also sagen wir hier einfach mal Zufall B. Dieser Zufall B, der, ja toll, der gibt uns einen, Moment, ich mache das mal kurz kleiner hier, dann kann man das vielleicht auch lesen. So, dieser Zufall B, das bedeutet jetzt einfach hier, wir bekommen ein Bit hier rein, ein zufälliges Bit B, und das ist entweder 0 oder 1 mit genau gleicher Wahrscheinlichkeit, also 50% entweder ist es 0 oder die anderen 50% ist es 1. So, und was wir jetzt hier drin machen ist, wir brechen wir konstruieren einen Angreifer mit Hilfe dieses Bits B, der dann wiederum das One-Time-Pad bricht. Das heißt, wir nehmen einfach an, es existiert so ein Angreifer. Und wenn es so einen Angreifer gibt, dann können wir rausfinden, was für ein Bit jetzt hier übergeben wurde. Okay? Hört sich total bescheuert an, aber wir nehmen einfach an, dass irgendwas so ist, obwohl es gar nicht so ist. Und zeigen dadurch, dass wir was Unmögliches machen, dass es so einen Angreifer nicht geben kann. Das nennt sich Widerspruchsbeweis und Reduktionsbeweis in einem sozusagen. Aber ja, es ist machbar. Okay, also was machen wir jetzt hier? Wir machen eine Reduktion. Ich schreibe das gerade mal hier drin hin. Reduktion. So, und jetzt packen wir hier noch eine Box rein, nämlich den Angreifer A. Die machen wir dunkellila, nein, Spaß. Wir machen sie nicht dunkellila, wir machen sie warm gray. Hört sich doch gut an. Okay, so, und jetzt packen wir hier eine Instanz von dem Schema rein. Also das ganze Instanz von Schema. Ja, was für eine Instanz von einem Schema packen wir jetzt da rein? Wir nehmen das One-Time-Pad. Das heißt, wir müssen unserem Angreifer, wie wir es in dem Experiment vorher gemacht haben, müssen wir dem Angreifer erstmal, ja, wir übergeben ihm so ein Schema und wie wir hier sehen können, muss uns der Angreifer erstmal dazu was geben, nämlich dieses M0 und M1. Also sagen wir hier zu dem Angreifer, okay, du hast vorher noch die Möglichkeit, gib uns mal M0 und M1, so wie wir das alles schon gemacht haben. Ich schreibe jetzt hier nur noch kurz hin. Ja, gut, okay, ich schreibe es doch nicht so kurz hin. Nein. 0 mit Komma am besten und M1. So. Ach komm schon, jetzt sei doch nicht so. Das ist gar nicht so einfach hier. Okay, so. Wenn wir das jetzt haben von dem Angreifer, also hier ist jetzt der Angreifer auf der rechten Seite, ich schreibe es gerade mal hier rein, dass das hier der Angreifer ist. Bitte lass mich schreiben, wo ich möchte. Angreifer A. So, und er bekommt jetzt hier unser zufälliges Bit B einfach zurück. Das heißt, wir nehmen einfach diesen Zufall B, wir generieren uns gar keinen eigenen Zufall mehr,
Und wir sagen, okay, du bekommst automatisch unser zufälliges Bit B zurück, ohne dass wir ein neues Bit generiert haben. Komm, hierher. B. Und natürlich in Form von der verschlüsselten Version von M. Also er bekommt nicht B direkt zurück, sondern er bekommt MB verschlüsselt. Ups. Eng von MB. Das bedeutet... So, das bedeutet, er bekommt jetzt hier dieses B als, ja, sozusagen indirekt zurück, indem wir hier einfach wählen M0 oder M1, so wie wir das auch schon gemacht haben. Okay, so, und er bricht jetzt unser Schema. Wir nehmen einfach an, er schafft's und er hat unser Schema gebrochen. Das bedeutet, hier kommt ein Bit zurück. So, und dieses Bit, was wir hier zurückbekommen, dieses Bit B', das ist, da ja A das Schema gebrochen hat, also sprich, er hat rausgefunden, welches MB wir verschlüsselt haben. Sprich, er hat rausgefunden, ob das Bit 0 ist oder ob es 1 ist, weil er uns ja gesagt hat, es ist entweder M0 verschlüsselt worden oder M1. Das heißt, A war erfolgreich und liefert uns jetzt hier ein Bit B' zurück. Und dieses Bit B' ist eindeutig dasselbe wie B, denn sonst hat er ja nicht gewonnen. Das heißt aber, wir haben auch gewonnen, weil wir haben dieses zufällige Bit B, was wir von unserem, ja, von unserem Benutzer oder von unserem mathematischen Problem bekommen haben, das haben wir jetzt geknackt. Das heißt, wir haben rausgefunden, was der Zufall von ihm gemacht hat. Also wir können hier sagen B' und wir haben gewonnen, weil wir genau sagen können, B' ist gleich B. Sprich, wir haben dieses mathematische Problem, was da oben der Zufall gewählt hat, haben wir gelöst. Und so funktionieren Reduktionsbeweise eigentlich immer. Wir benutzen den Angreifer, um das Schema zu brechen. Also wir nehmen einfach an, dass es so einen Angreifer gibt. Und dann sagen wir, okay, wir können damit, mit dem, was der Angreifer gerade gemacht hat, können wir das mathematische Problem brechen, von dem wir aber wissen, dass es eigentlich unbrechbar ist. Denn wir können in Praxis wirklich gar nicht wissen, wie dieser Zufall B hier oben gewählt wurde. Wir können nicht wissen, ob das jetzt 0 oder 1 gewesen ist. Und deswegen kann es der Angreifer auch nicht wissen, weil für den ist es auch perfekt zufällig. Und da der Angreifer das auch nicht wissen konnte, und wir auch dieses B' hier nicht wissen konnten, einfach weil es mathematisch nicht möglich ist, das ist quasi das, wo wir uns drauf stützen. Denn wenn der Zufall rausfindbar ist, dann ist eh das ganze Schema hinfällig. Ja, dadurch können wir sagen, so einen Angreifer A gibt es gar nicht. Und wenn wir das jetzt sagen können, dass es den Angreifer A nicht gibt, dann haben wir unser Schema sozusagen als sicher bewiesen. Und so werdet ihr wahrscheinlich jetzt noch ein paar Beweise sehen, aber jetzt nicht im nächsten Video, sondern ich muss euch natürlich erstmal vorstellen, wie man das Ganze dann macht. Okay, ich hoffe, ihr habt das Schema verstanden. Das wird vielleicht noch ein paar Mal kommen. Und ja, in dem Fall war es das auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.